Einen schönen guten Abend. Ja, ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen, zu dem Live den Hund zurückrufen. Es ist momentan auch wieder ein sehr heiß diskutiertes Thema. Es gibt immer, wie in vielen Dingen, ein Pro und ein Contra. Und ich möchte heute einfach in dem Video mal erklären, warum es vielleicht nicht funktionieren kann mit dem Rückruf, wie der Ansatz für den Rückruf aussehen könnte und was noch so für Dinge zu berücksichtigen wären, die wichtig sind, dass ein Hund überhaupt diesen Rückruf ausführen kann und welche Veränderungen der Mensch bringen darf. Grundsätzlich erst einmal dazu gesprochen, ein Rückruf ist schon wichtig, dass ich meinen Hund, sollte er mal weiter weg ist, herholen kann. Dabei ist es jetzt erstmal zweitrangig, ob ich das sprachlich oder das möchte ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht darauf eingehen. Einfach mal zu sehen, was passiert dabei. Ich werde es euch an verschiedenen Beispielen erklären, warum es vielleicht nicht funktioniert. Und auch da werde ich wieder menschliche Situationen mal mit reinbringen, damit ihr vielleicht merkt, aha, okay, deswegen ist das so, wie es gerade ist mit dem Hund, warum er nicht zurückkommen kann. Beginnen möchte ich einfach so, stellt euch doch die Frage, warum rennt euer Hund von euch weg? Warum muss er es tun? Ja, sehr oft gehen wir hierbei von schon mal einem Vorsatz aus oder wir verschönigen das Ganze, der will spielen, der will mit den anderen Hunden rumtollen und so weiter und so fort. Was es da für Argumentationen gibt, möchte ich hier auch gar nicht weiter darauf eingehen. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Immer dran denken, wir haben es hier mit einem Raubtier zu tun, der nichts umsonst tut und es ist immer einen Hintergrund dafür gibt, warum er es tut. Ihr merkt gerade, es gibt eben auch dafür keine pauschalen Lösungen. Seid bitte vorsichtig mit den gesamten Informationen, die ihr übers Internet, die ihr sonst irgendwo herkommt. Gebt einfach Obacht. Es sollte sich wirklich dabei jemand vor Ort anschauen, damit er genau sehen kann, wie reagiert ihr und wie reagiert der Hund in diesen Situationen. Kommen wir jetzt einfach erstmal darauf, warum kann es der Hund vielleicht gar nicht ausführen, das Zurückkommen? Dabei spielt die Rolle die Vorgeschichte, der Gesundheitszustand. Wie ist überhaupt die Abhängigkeit zum Menschen, also zu dem Hundehalter? Bei der Vorgeschichte kann sogar der Züchter schon eine Rolle spielen. Da könnten es sein, dass es Auslandshunde oder dass Hunde sehr viel Freilauf hatten, von klein auf schon. Das sind alles Kriterien, die sind sehr wichtig. Wann ist das passiert? Ist es vielleicht in der Prägephase passiert, dass er da schon zu viel Freiraum hatte und selber Entscheidungen treffen musste? Und das ist ganz wichtig. Er muss die Entscheidungen selbst treffen. Es ist nicht, dass es den Hunden einfach Spaß macht oder dass sie das aus Vorsatz machen, weil das würde logisches Denken voraussetzen. Und das obliegt, wie wir das schon in anderen Videos besprochen haben, Gott sei Dank noch uns Menschen. Ja, wie gesagt, zur Vorgeschichte. Also könnte auch der Züchter sein, dass der unbewussterweise den Hund freigelassen hat oder dass er natürlich mit dem Hund vielleicht andere Interessen vertritt, als wie der neue Hundebesitzer dann. Da auch da Obacht geben, das sind sehr, sehr wichtige Kriterien, dass man da einfach wirklich genau hinschaut, was passiert da. Ja, die Situation des Menschen. Wie klar und wie eindeutig bin ich zu meinem Hund? Für uns wäre es immer sehr wichtig, dass der Hund in der Abhängigkeit steht zu Menschen. Das klingt etwas unheimlich Schlimmes, aber denkt bitte daran, wir haben es hier mit einem Raubtier zu tun. Das weiß jeder. Es ist ein Rudeltier und in dem Rudel sind sie in der Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit kannst du dir schaffen, indem du Ressourcen verwaltest. Es geht hier nicht nur ums Futter.
auch da Obacht geben, dass man das nicht unter Druck macht, dass man das auf dieser freiwilligen Basis passiert. Also dass dein Hund darf, nicht dass er muss. Denn wenn er muss, wird es nie richtig funktionieren. Ja, wie wurde bis jetzt mit dem Hund gearbeitet? Wurde da sehr viel Druck auf den Hund gemacht, dass er zurückkommen musste. Und dann, dass er vielleicht auch schon auf halber Strecke immer stehen bleibt und sagt, wenn ich da wieder zurückkomme, kriege ich wieder einen Anschiss oder andere Dinge. Oder ist er dann aus der Ferne bestätigt worden für sein Verhalten, dass er eben da schon wieder die Distanz hält und gar nicht ganz nah rankommen sollte. Kann. Ja, wichtiger Faktor, eben diese Abhängigkeit. Freiwillig zeigt, also dass er mit mir den Blickkontakt immer wieder hält und dass er gar nicht das Interesse hat, so riesig weit wegzulaufen, solange ich ihm es nicht sage. Ja, wenn ich ihm ein Kommando gebe. Also zum Beispiel einfach, wenn ich mit dem Hund dienstlich arbeite, in der Rettungshundearbeit oder in Sucharbeiten, dass der Hund sich dort gezielt dann entfernt. Auch da ist es sehr wichtig, einen Grundstein dafür zu legen. Ihr seht, ich habe im Hintergrund schon etwas vorbereitet. Ich möchte es euch an mehreren verschiedenen Dingen erklären, warum es vielleicht nicht funktionieren kann, damit ihr das verinnerlichen könnt und dass ihr dann einfach auch mal für euch sagt, hey, wir gehen jetzt einfach mit dem Hund, mit der Arbeitsweise einfach mal ein paar Schritte zurück und man sieht, wo stehe ich denn? Wo darf ich denn wieder anfangen? Ich beginne das gleich mal, und zwar mit dem Hausbau. Das ist ein ganz simpel und einfaches Beispiel. Hier auf der Seite habe ich ein Haus, wo die Bodenplatte sehr gerade drin sitzt. Daraufhin habe ich kein Thema weiter, gerade die anderen Sachen aufzusetzen. Hier sieht man es, ich hoffe, dass man es sehen kann, ist das etwas schief. Also die Bodenplatte bricht schon weg, die ist abtrünnig. Das heißt, ich muss hier an diesen Stellen immer wieder beim Bauen ausgleichen, um wieder gerade zu kommen. Wenn ich das nicht mache, bleibe ich hier in dieser Schieflage. Und jetzt komme ich einfach wieder auf den Hund zurück. Also wenn diese Grundabhängigkeit nicht passt, durch die Vorgeschichte, gesundheitliche Dinge, familiäre Sachen und. Und ich jetzt versuche, den Hund einfach in diesen Rückruf reinzupressen, was er gar nicht leisten kann, weil eben da schon einiges im Argen ist, dann wird es schwierig. Und dann wird der Druck auch viel größer. Also deswegen, geht zurück, weiter zurück und weiter zurück. Und das ist wieder so eine menschliche Sache, dass wir dann einfach dann davon ausgehen, oh, das ist was Schlimmes, wenn ich jetzt zwei Schritte zurückgehe. Man hört das auch oftmals auf der Hundewiese, wo der eine sagt, ach, mein Hund kann das und mein Hund kann das. Und das kann mein Hund. Und wo du dann sagst, das kann mein Hund vielleicht nicht. Das ist doch nicht schlimm. Geht einfach wieder zurück und versucht die Basis neu aufzubauen. Soweit es möglich ist. Es wird vielleicht Hunde geben, die aus welchem Grund auch immer, die Gründe, die ich vorhin genannt habe, gar nicht ganz auf diesen Basisgrund wieder zurückkommen können, weil es nicht funktioniert, weil es vielleicht ein geprägtes Verhalten ist und so weiter und so fort. Dann nimmt diese Basis wenigstens und sagt, okay, ab hier kann ich arbeiten und kann mir den wieder herholen. Aber nicht diesen riesen Schritt machen, und einfach dann den Hund wieder ins Verderben laufen zu lassen. Viele, die Kinder haben, Kleinkinder, da kennt man auch dieses Beispiel. Das Kind sitzt im Sandkasten, spielt und spielt. Also wir hatten das auch mal mit unseren Enkel. Die hat gespielt ganz intensiv. Du rufst sie, wir gehen nach Hause. Du siehst, es funktioniert nichts, es schaufelt weiter. In dem Moment war der Fokus von dem Kind eben auf den Sandkasten und auf das Spielen. Verändere ich die Situation, dass das Kind mich mitbekommen kann, dann funktioniert das auch wieder. Dann kann das Kind auch mit mir mitgehen. Also ich muss einfach da wieder ein paar Schritte zurückgehen. Ich muss daran denken,
wie funktioniert das auch mit den Sinnesorganen? Das ist ein ganz wichtiges Kapitel, was auch immer wieder vergessen wird, wo viele nicht drauf eingehen. Wie funktionieren die und so weiter? Auch da können wir gerne nochmal ein Video darüber machen. Wer da Interesse hat, einfach mal was drunter schreiben über solche Dinge. Gesundheit. Auch da, wir haben das schon sehr oft gehabt, dass wir festgestellt haben, dass die Hunde etwas mit dem Gehör haben. Ja, durch Schütteln, durch gewisse Kopfbewegungen, wo wir das gesehen haben. Wir haben die Leute dann zum Tierarzt geschickt. Ja, und siehe da, dann war es so, dass es eben Gehörprobleme gab. Oder wenn wir eben jetzt körperaktiv arbeiten, auch mit den Augen dann oftmals Probleme gibt, dass die Hunde gar nicht mehr alles sehen können. Der kann diesen Rückruf gar nicht leisten, weil er entweder nicht hört oder nicht sieht. Und das ist doch bitte zu berücksichtigen. Und seid da etwas feinfühliger, achtet da ein bisschen darauf und geht, wie gesagt, diese Schritte zurück. Dann werdet ihr merken, ob das der Hund leisten kann. Und wo ihr anfangen könnt und nicht da vorne anfangen und versuchen, den Hund immer wieder in das Verderben, er lasst ihn automatisch immer wieder in das Verderben dabei laufen. Und immer noch stellt euch die Frage, warum läuft euer Hund von euch weg? In einem Rudel läuft er nicht einfach raus und sagt, oh, ich gehe mal irgendwo anders hin. Der braucht die, weil er in der Abhängigkeit steht. Und darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Und das ist für uns ein wichtiger Ansatz. Der Grundbaustein, die Abhängigkeit muss passen. Und wenn diese Abhängigkeit funktioniert, dann will mein Hund gar nicht mehr weg. Weil der sagt, okay, ich brauche den, um zu überleben. Und dabei, wie gesagt, hat es nicht nur was mit dem Futter zu tun. Weil viele immer dann ausgeht, ja, wenn ich denen ein Leckerli gebe oder wenn ich denen ein Futter gebe, dann ist der da und so weiter. Es geht nicht um das Futter, es geht um die Gesamtheit, dass das, was ich von meinem Hund möchte, alles klar und eindeutig läuft. Das heißt also auch für mich, dass ich mich an gewisse Regeln halten darf, dass ich die auch einhalte und nicht heute mal so, heute darfst du mal, morgen darfst du nicht. Das ist ein Tier, was nicht logisch denken kann, wo dann einfach anfängt, sein Eigenleben zu machen. Und das werdet ihr in vielen Situationen in eurem eigenen Leben auch feststellen, dass es, wenn es nicht klar und eindeutig läuft, etwas verschwimmt, ihr anfangt, euren eigenen Weg zu gehen und zu machen. Ja, ich sehe heute keine Fragen weiter zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung. Achtet mir auf die Gesundheit. Ein unheimlich wichtiges Kapitel, was immer wieder verpasst wird und immer wieder nicht beachtet wird. Die Situation mit dem Hundehalter, also mit euch, wie könnt ihr eindeutig sein? Wie viele Leute spielen an dem Hund in Anführungsstrichen herum oder gehen mit dem Hund raus? Was hat der Hund für eine Vorgeschichte? Also ein sehr großes Thema, diese Vorgeschichte. Auch da denkt bitte an den Züchter und nicht nur, dass der euch eine heile Welt versprochen hat. Fragt einfach dort mal nach, wenn ihr euch den Hund zulegt, was hat er für eine Ausrichtung mit dem Hund? Was will der mit den Hunden erreichen? Oftmals sind das vielleicht welche, die einen Sport betreiben oder die Jagd betreiben und. Das sind alles Dinge, die sind dafür wichtig, dass man dann einfach weiß, okay, wo kommt man hin? Und seid mir bitte vorsichtig mit pauschalen Lösungen. Das kann mein Hund, das heißt noch lange nicht, dass ihr das mit eurem Hund auch könnt. Ja. Ja. Wichtig eben auch nochmal zu sagen, dass ihr ja da einfach mal genauer abklärt, wo stehe ich mit dem. Auch das ist wichtig, was zu Hause abläuft. Läuft er mir in der Wohnung hinterher? Kontrolliert er da schon alles? Und das sind auch so Themen. Also ihr seht, es ist sehr umfangreich, dieses Thema. Und noch einmal, bitte, pauschalisiert es nicht, so damit ihr nicht in ein Fahrwasser geratet, wo es wieder nicht funktioniert. Und vielleicht habt ihr einen Hund, und das, auch das ist bitte nichts Schlimmes.
den ihr nicht mehr ableinen könnt, weil er vielleicht Selbstversorger war. Durchaus möglich. Weil er das in einer Prägephase erlebt hat und da gar nicht mehr rauskommen kann. Es geht einfach nicht. Dann weiß ich wenigstens als Mensch, okay, ich arbeite an anderen Schritten, dass die Abhängigkeit besser wird. Und dann habe ich einen Hund, der eben an einer lockeren Leine mit mir laufen kann, den ich maximal in einem eingezäunten Grundstück alleine herumlaufen lasse, was aus meiner Sicht wieder persönlich dann auch keinen Sinn macht, weil ich dann dieses Verhalten, was er dann schon zeigt, ja weiterhin fördere. Ja, wo beginnen die Regeln? Sehr gute Frage. Und auch da seid ihr gefragt. Was wollt ihr von eurem Hund? Was ist eure Zielrichtung mit eurem Hund? Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr gerne darunter schreiben. Wir werden dann in der Wiederholung das gerne beantworten. Das ist überhaupt gar kein Thema. Oder ihr kontaktiert uns direkt. Könnt ihr gerne Empfehlungen von uns bekommen, wie man das anstellen könnte, wo man ansetzen könnte vielleicht. Und der idealste Fall ist, ihr holt euch einen Fachmann hinzu, der sich das genau anschaut, der das mit euch wirklich in kleinen Schritten durchspricht. Das bedarf Zeit. Ist es völlig okay, aber das ist etwas Relevantes, wo ich sage, okay, hier hat sich jemand individuell für mich Zeit genommen, geht das mit mir durch und jetzt weiß ich, wo ich stehe mit meinem Hund. Ist nicht schlimm. Ja? Auch da bitte, kommt nicht in diese Bewertung, ob das gut oder schlecht ist. Das, was gesehen wird, ist der Stand X. Und wenn der da ist, ist er da. Und wenn er da ist, ist er dort. Ist doch völlig okay. Individuell. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt oder dass ihr dann im Replay vielleicht etwas reinschreibt und würde mich freuen über Fragen, Anregungen, Beschwerden, wie auch immer, was euch nicht gefallen hat oder was euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, bis zu unserem nächsten Video. Wir haben da noch ein paar tolle Sachen für uns einfallen lassen. Und wenn ihr natürlich spezielle Themen habt, sendet sie uns zu. Wir werden dann darüber sprechen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Tschüss.